Gänsemann hieß der dicke Maikäfer, der im Frühling auf einer Kastanie im Garten von Peterchens und Annelieses Eltern hauste, nicht weit von der großen Wiese mit den vielen Sternblumen. Er war ein sehr vorsichtiger Mann, hielt sich immer ein wenig abseits von den anderen Maikäfern und war verliebt in die Einsamkeit. Die anderen Maikäfer veranstalteten allabendlich ein großes Brummbass- und Paukenkonzert. Herr Sumsemann aber sagte regelmäßig ab, wenn sie ihn dazu einluden. Und das ärgerte sie sehr. Wenn du die erste Geige spielst, ist wohl der Beste. Mein Brummbass ist viel schöner. Kennen Sie den schon? Fliegt der Maikäfer zum Mond. Die Maikäfer waren aber nur neidisch. Sie hatten nämlich alle nur ihre Pauken und dicken Brummbässe. Herr Sumsemann aber besaß eine kleine silberne Geige, auf die er sehr stolz war. Einst hatte er der Grille Zirpedirp, die auf der Sternblumenwiese wohnte, das Leben gerettet. Sie war zu hoch auf einen Baum gestiegen und hatte einen Schwindelanfall bekommen. Zum Dank für diese ritterliche Tat hatte die Grille ihrem Lebensretter die silberne Geige geschenkt. Sie funkelte wie das Mondlicht und hatte einen Ton, so fein wie die winzigen singenden Mücken, die in der Sonne tanzten. Und so saß Herr Sumsemann am liebsten allein in der Dämmerung auf einem Zweiglein und geigte sehnsüchtige Lieder an den Mond. Manchmal jedoch, wenn der Abend gar zu schön war, packte es den dicken Herrn Sumsemann und er wurde mutig. Dann trank er ein Vergissmeinnicht-Schnäpschen nach dem anderen und in sehr angeregter Stimmung summte er in Zickzacklinien durch die Gärten. Er störte die Leuchtkäfer beim Versteckspielen. Er rempelte die Apfelblüten an, in denen die Marienkäferkinderchen gerade einschlafen wollten. Er zerriss der schieläugigen Spinne die Fangnetze. Hey, du hast dir mein Netz zerrissen. Ist doch alles klar bei dir. Und er rannte gegen alle Fenster, weil er nicht mehr genau unterscheiden konnte, ob ein Fenster offen oder geschlossen war. So purzelte Herr Sumsemann dennoch eines schönen Abends in das Schlafzimmer von Peterchen und Anneliese. Hoppalöchen! Das kommt von den 1, 2, 3 Schnäpschen. Ui, ui, ui. Auf den Rücken zu fallen, war eine außerordentlich unangenehme Lage für den dicken Sumsemann. Denn jeder weiß, dass es für Maikäfer sehr schlimm ist, weil sie sich dann gar nicht mehr aufrappeln können. Er angelte also mit seinen 5 Beinchen in der Luft herum, wiegte sich nach rechts und links wie ein kleines Boot und wurde dabei trotz aller Gefahr so vergnügt, dass er ganz vergaß, wo er war. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier ne Biene in den Brei. Alle Käfer sitzen drumrum, lachen sich schief, brumm, brumm. Vier, fünf, sechs, vier, fünf, sechs, macht ne Fliege einen Klecks. Pfui, ruft jeder Käfermann. Oh, seht mal, was sie kann. 7, 8, 9, 7, 8, 9, tanzen alle Käferlein.
Ringerei, wuhu, didelumbei. Um die Linde mit Gesumm, brumm, brumm. Oh. Bravo, bravo, nochmal. Wie erschrak er, als Peterchen und Anneliese plötzlich laut auflachten, weil er gar zu komisch wie ein Karussell herumkreiselte. Eigentlich wollte er sich schnell totstellen. Ein altes und bewährtes Mittel bei Maikäfern in großer Gefahr. Die Kinder aber lachten so freundlich und vergnügt, dass er sich schließlich ein Herz fasste. Er klammerte sich an Peterchens kleinen Finger und rappelte sich auf. Sorgsam strich er seine schöne schwarz-weiße Weste glatt, richtete die kleinen Fühlhörnchen an seinem Kopf auf und machte eine höfliche Verbeugung. Sumsemann, Herr Sumsemann. Die Kinder waren schrecklich neugierig, beguckten und befühlten den Maikäfer überall und hatten schnell entdeckt, dass ihm ein Beinchen fehlte. Die beiden wussten nämlich sehr genau, wie viele Beinchen ein ordentlicher Maikäfer haben muss. 6. Herr Sumsemann hatte aber nur 5. Wie war das möglich? Und so nahm der Maikäfer all seinen kleinen Rittermut zusammen und erzählte den Kindern die wunderbare und geheimnisvolle Geschichte vom verlorenen Beinchen, von der Nachtfee und vom Mondmann. Wisst ihr, Kinder, vor vielen 100 Jahren, als mein Urgroßvater Sumsemann gerade geheiratet hatte, geschah ein großes Unglück. An einem schönen Sonntagabend war er mit seiner jungen Braut im Wald spazieren geflogen und sie ruhten sich gerade ein wenig auf einem Birkenzweig aus, als ein böser Mann durch den Wald geschlichen kam. Ein Holzdieb. Der schwang plötzlich seine Axt und hieb die Birke um, auf der sie saßen. Und so schrecklich schlug er zu, dass er meinem Urgroßvater ein Beinchen mit abschlug. Die beiden wurden ohnmächtig vor Angst. Und als sie wieder zu sich kamen, leuchtete ein heller Schein um sie herum. Eine schöne, fremde Frau stand vor ihnen und sagte, sie sei die Fee der Nacht und habe alles vom Mond aus gesehen. Der böse Mann wäre für seinen Frevel bestraft worden und nun mit dem Holz, das er umgeschlagen hätte, auf den höchsten Mondberg verbannt. Dort müsse er bleiben bis in alle Ewigkeit. Urgroßvater Sumsemann aber schrie nur: Wo ist mein Beinchen? Wo ist mein kleines, sechstes Beinchen? Die Nachtfee seufzte und meinte, es sei wohl an der Birke hängen geblieben und nun mit auf den Mond gekommen. Oh, mein Beinchen, schrie der arme Urgroßvater Sumsemann und seine kleine Frau weinte schrecklich. Sie wusste, dass nun alle ihre Kinder nur 5 Beinchen haben würden statt 6. Oh. Als die Fee den großen Jammer sah, bekam sie Mitleid mit ihnen und sagte, dass sie die Strafe für den bösen Mann zwar nicht aufheben könne, aber wenn die beiden 2 Kinder fänden, die niemals ein Tierchen quälten, dann dürften sie mit ihnen auf den Mond reisen und das Beinchen wiederholen. So gelangen die Sumsemanns zu trauriger Berühmtheit. Aber sie hatten es schwer, denn immer wieder wurden sie totgeschlagen, wenn sie nachts in die Zimmer der Menschen flogen, um die Kinder um Hilfe zu bitten. Und so kam es, dass zuletzt nur noch ein Sumsemann übrig war auf der Welt. Und das bin ich. Staunend hatten die Kinder seiner Geschichte gelauscht. Peterchen war sehr gerührt und Anneliese wischte sich sogar die Augen, weil ihr immerzu die Tränen kamen. Dann aber fasste sich Peterchen ein Herz. Herr Sumsemann, also ich würde ja schon sehr gerne mit der Anneliese das Beinchen vom Mond herunterholen, aber der Mond,
ist der nicht sehr weit fort? Da oben, irgendwo, ganz, ganz hoch in der Luft, hm? Und Anneliese ergänzte verlegen, wer nicht fliegen könne, der würde wohl niemals dort hinaufkommen. Herr Sumsemann aber wusste, wenn die Kinder nur den guten Willen hatten zu helfen, dann konnte er ihnen auch das Fliegen beibringen. So stand es nämlich in der Familiengeschichte der Sumsemanns deutlich mit weißer Tinte auf grünen Blättern geschrieben. Selig umarmte er die beiden und sagte, oh, das Fliegen, och, das Fliegen könnt ihr sehr leicht von mir lernen. Ihr müsst nur ein bisschen aufpassen, wie ich es mache. Na, das war was für Peterchen und Anneliese. Herr Sumsemann nahm seine kleine silberne Geige ans Kinn und spielte und sang dazu. Rechtes Bein, linkes Bein, rechtes Bein, linkes Bein, summ, dann kommt das Flügelein, summ, summ, summ. Da flog er auch schon im Zimmer herum und die Kinder klatschten vor Vergnügen in die Hände. Die Kinder ihm nachmachen. Peterchen stellte sich in Positur und Anneliese daneben, mit ein ganz klein wenig Herzklopfen. Sie breiteten die Arme aus und der Maikäfer begann erneut zu geigen und zu singen. Rechtes Bein, linkes Bein, rechtes Bein, linkes Bein, summ, dann kommt das Flügelein, summ, summ, summ. Was war das? Sie erhoben sich von der Erde in die Luft. Ja, sie flogen richtig rund im Zimmer herum. Zuerst waren sie so erstaunt, dass sie nur die Augen ganz weit aufrissen. Dann aber konnte es Anneliese nicht mehr aushalten vor Vergnügen. Sie lachte laut auf, strampelte mit den Beinen und klatschte begeistert in die Hände. Bautz, lagen sie beide auf der Nase. Ach, natürlich. Wenn man fliegen will, darf man nicht in die Hände klatschen. Das tun die Maikäfer ja auch nicht. Peterchen meinte, dass es bei ihm richtig gebrummt hätte. Und auch Anneliese hatte so etwas gespürt. Herr Sumsemann fand es ganz in Ordnung, denn das Brummen gehört ja schließlich zum Fliegen dazu. Ach, noch einmal hieß es jetzt. Anneliese steckte schnell noch ein paar Äpfel als Proviant ein und dann stellten sie sich hintereinander auf. Der Maikäfer vorn mit der silbernen Geige, dann Peterchen, dann Anneliese. Das Liedchen ertönte. Sie hoben die Arme, machten die Schritte, die sie gerade gelernt hatten, und plötzlich ging die Wand des Zimmers weit auseinander. Die Sternblumenwiese lag vor ihnen von Tausenden von Glühwürmchen beleuchtet, und sie flogen hinaus. Über die Wiese hin, immer weiter, auf den großen, goldenen Mond zu, der vor ihnen über die Bäume guckte. Das Haus, die Wiese, der Wald lagen bald tief unter ihnen. Und dann lag die ganze Erde dort unten, unermesslich tief in der blauen, stillen Nacht. Und plötzlich...